ein Mieter aus ihrem Bestand, der seit 35 Jahren Mieter ist. Sie wissen auch, weiß ich ja, dass Mietvertrag schon wieder kündbar. Hier ist Folgendes passiert. Ich verstehe das natürlich, dass sie in ihrem Bestand ist, wegen Informations ausführlich. Ja. Hier ist Folgendes passiert. Als er vom Jobcenter zum Grundsicherungsamt wechselte, gab es Schwierigkeiten bei der termingerechten Mietzahlung. Das passiert übrigens häufig. Das ist oft der Fall. Genau. Da ist immer schon so die erste Frage für uns, inwiefern ist eine Mietzahlung, die vom Jobcenter ja sozusagen übernommen wird, überhaupt hat den Charakter von Mietschuld wie sonst. Bei Ihnen wurde dieser Rückstand genutzt, um eine fristlose Kündigung auszusprechen in einem Mietvertrag, der ansonsten gar nicht mehr kündbar gewesen wäre aufgrund der Laufdauer. Die afrikanische Gemeinde ist eingesprungen, hat diese Miete dann doch sofort übernommen. Es war leider außerhalb der Schonfrist von 14 Tagen, so das Gericht, ich habe es aus dem Urteil gelesen, und seitdem gibt es praktisch kein Erbarmen. Der Mann ist schwerst behindert, er hat eine Lebenspartnerin, die eingetragen ist im Mietvertrag, mit der hat er zusammen ein zweijähriges Kind. Und sie wissen tatsächlich nicht, wohin, wenn sie das Nest sehen würden und diese aufgeräumte und schöne Wohnung, das sage ich jetzt nicht in Afrika, sind die Rosmarie ausgerichtet, aber sie haben noch keine Vorstellung, was morgen passiert. Ich stell mal vor, wer das bei uns ist. Das ist Frau Dr. Mittag, das ist Pressesprecherin des Hauses. Herr Tarras ist Leiter unseres Bestandsmanagements. Mein Name ist Henning Dillemann, ich bin Vorstand des Unternehmens und verantworte das operative Geschäft, also das Bestandsmanagement, die Vermietung und Verwaltung. Genau. Guten Tag, Herr Dillemann. Seit 35 Jahren. Ja, guten Tag. Wie sind Sie so? Guten Morgen. Guten Morgen. 35 Jahre. Ja. Mieter. Für jeden, der eine Wohnung hat, das Schwierigste, diese Wohnung zu verlieren. Das ist auch den Kollegen, die bei uns arbeiten, das größte Problem. Das ist die schwierigste Herausforderung. Wir müssen natürlich zusehen, dass die Rechte des Unternehmens auch gewahrt bleiben. Und wir versuchen aber, das machen wir als kommunales Unternehmen und sind auch froh, dass wir das machen. Und dass wir diese Grundlage haben. Und wir versuchen mit jedem einen Weg zu finden, um das zu vermeiden. Wir haben eine Tochtergesellschaft, Mieterbetreuung, Nivobac MB, die mit Sozialarbeitern und Juristen ausgestattet ist und die den Kandidaten, die Schwierigkeiten mit der Mietzahlung haben, über einen längeren Zeitraum, ihnen ein Angebot zu machen, um zu verhindern, dass es zu so einer schwierigen Lösung kommt. Dass das ein ausgesprochenes Problem ist, ist uns völlig klar. Wir gehen damit überhaupt nicht leichtfertig um und das ist für uns als kommunales Unternehmen auch selbstverständlich. Zu dem Spezialfall, zu dem Sonderfall, können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht sagen, es ist keine Thematik, die sich jetzt mal eben in den letzten Wochen aufgebaut hat. Wir machen aber folgendes Angebot. Wir haben uns unterhalten, wir haben uns diese Diskussion nochmal vergegenwärtigt. Wir stehen zu unserer Rechtsposition. Wir werden diese Zwangsräumung morgen aussetzen. Ach, sehr schön. Und wir werden prüfen, wir werden sehr genau prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, in diesem Fall nochmal Brücken zu bauen. Wir sind an dieser Stelle ganz eindeutig uns dieser besonderen Situation bewusst. Das ist auch in jedem anderen Fall, auch wenn es gibt eine ganze Reihe von anderen Fällen. Wir sind uns dessen sehr bewusst. Wir geben auch unsere Rechtsposition auf, nicht damit da ein Missverständnis entsteht. Finde ich auch sehr schön, dass Sie das Angebot machen, weil ich habe mich ja gestern kurz damit beschäftigt. Ja. Diese Miete war vor 35 Jahren 265 D-Mark für dieselbe Größe. Ja. Mittlerweile ist sie bei 8 bis 9 Mark pro Quadratmeter. Das ist übrigens, ich habe gleich mal so ein bisschen geguckt, weil es mich interessiert, in Ihren Häusern mittlerweile üblich. Das ist für prekär. Ja, das ist der Mietspiegel. Sie sind da insofern fein raus, weil Sie Rechtspositionen einnehmen. Ja. Aber es ist für prekär Beschäftigte, für Kranke, für Leute vom Grundsicherungsamt natürlich ein Anteil am Haushaltsnettoeinkommen, was weit über 50% liegt. Völlig klar. Ich wiederhole nochmal, wir haben eine Rechtsposition, die werden wir auch weiter prüfen, aber wir gehen ins Gespräch, wir rufen an dieser Stelle noch an, wir prüfen diesen Fall, wir glauben, wir sind damit nicht gleichzeitig, wir wechseln die Zwangsräume aus, wir werden uns hier nochmal sehr genau unterhalten, auch mit Ihnen, um da zu prüfen, wie können wir hier gemeinsam vorgehen.